Sie üben schon mal das Pötte hochstemmen. Beste Laune bei den FFC-Mädels bei einem Fotoshooting, besonders nach dem Kantersieg im Champions League Viertelfinale. Im Hinspiel den englischen Vizemeister Bristol Academy auswärts mit 5:0 überrollt. Ein wahres Torefestival. Und dennoch gibt es sogar ein ganz kleines bisschen Kritik. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Ich hätte natürlich auch noch der ein oder andere Tor mehr gewünscht, weil es auch machbar wäre. Aber trotz allem, die haben es wirklich das Spiel an sich gerissen, die haben sich hinein das Spiel hineingearbeitet und haben es dann auch sehr souverän zu Ende gebracht. Die Bristol-Fans haben schön Stimmung gemacht, bis sie dann 1-2-0 zurückgelegen haben. Und dann kamen unsere Fans auch noch mal mehr durch. Aber es war ein gelungener Tag auf jeden Fall. Superstar Veronika Bouquet und Co. schossen die Engländerinnen förmlich ab. Mandy Islacker traf sogar 3 Minuten nach ihrer Einwechslung. Noch nie war der Klassenunterschied in einem Champions League Viertelfinale so gewaltig. Allerdings steht Bristol auch noch vor dem Saisonbeginn auf der Insel. Es war gar nicht zu merken, dass Torhüterin Desiree Schumann verletzt fehlte und von Anne-Kathrin Krämer bestens vertreten wurde. Die Schweizerin Anna-Maria Srnogorcevic ersetzte Nationalspielerin Katrin Hendrich. Ich denke, Daisy wird es bis Wochenende auch nicht schaffen. Denke dann aber gegen Potsdam in DFB-Pokal muss sie dann soweit sein. Und Kathi muss man einfach mal gucken. Die hat auch Probleme mit der Kapselverletzung im Sprunggelenk. Hat so eine kleine Strichdurchrechnung gemacht. Die hat auch gegen Herford in Essen auch durchspielen können oder zumindest mal spielen können. Aber wie gesagt, jetzt gegen Bristol war es nicht möglich. Ich hoffe trotz allem, dass sie bis Sonntag wieder fit ist und auf jeden Fall bis Mittwoch. Derweil ist Saskia Batusiak wieder voll auf der Höhe und wurde diese Woche bereits für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Nun kommt Sonntagmittag erstmal Bristol zum Rückspiel ans Brentano-Bad. Doch trotz der 5:0-Vorlage wird der Ball zumindest ein bisschen flach gehalten. Also ich will nicht da auf die Bremse treten. Ich möchte einfach auf Gaspedal durchdrücken. Also deswegen 5:0 in England und ich möchte natürlich auch, dass wir am Sonntag genauso eigentlich genau loslegen, wie wir aufgehört haben. Und nicht versuchen, das Spiel irgendwie über die 90 Minuten zu verwalten oder ein langweiliges Spiel aufzukommen oder halt den Gegner ins Spiel reinkommen zu lassen, sondern da nochmal ein richtig gutes Spiel zu liefern. Dafür wird im Training sogar noch mehr am Torschuss gefeilt. Kommende Woche Mittwoch folgt dann prompt der nächste Höhepunkt. Nach den Engländerinnen kommt Turbine Potsdam zum Pokal-Halbfinale. In der Bundesliga überrollte der Titelverteidiger aus Frankfurt den Erzrivalen zuletzt mit 5:1. Soweit mag Trainer Colin Bell zwar noch nicht denken, ein bisschen lässt er sich dann aber doch etwas entlocken. Ja, also jede Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen, ist natürlich auch sehr besonders. Und wenn man jetzt schon einen Titel hat, wie im DFB-Pokal, wollen wir das nicht so leichtfertig hergeben. Es wird sehr, sehr schwierig, dieses Jahr natürlich auch zu verteidigen. Jetzt erstmal Potsdam. Und wenn wir Potsdam schlagen sollten, dann gehe ich davon aus, dass Wolfsburg sich durchsetzen werden gegen Freiburg. Aber auch da ist alles offen. Und auch in Sachen Meisterschaft ist Frankfurt mit Bundesliga Platz 3 noch längst nicht abgeschrieben. Nur 2 Punkte hinter Tabellenführer Wolfsburg. Am letzten Spieltag im Mai kommt es wie bereits im Vorjahr zum finalen Showdown gegen den Titelverteidiger. Allerdings müssen dann auch die zweitplatzierten Münchner Bayern patzen. Dennoch, die FFC-Mädels haben noch auf allen 3 Hochzeiten die Chance, nicht nur Blumentöpfe, sondern auch die echten Trophäen einzusammeln.